Hey Leute, wir kommen gerade aus Hamburg und waren dort beim 16 Bars Jägermeister Remade Event. Dort haben wir unter anderem mit Prinz Pi über seine letzte Single Heimweg gesprochen und mit Kool Savas darüber, was Sido eigentlich so von der neuen Generation hält. Die Interviewausschnitte wollten wir euch nicht vorenthalten. Viel Spaß! Was war so euer letzter Auftritt, wo ihr gesagt habt, uff, das lief nicht so ganz geil, so wie ich es mir vorgestellt habe? Boah, ich habe da auf jeden Fall ein Dings, da bin ich bei, wie heißt es denn, Schlag den Hänseler mit Ray zusammen aufgetreten und da habe ich gnadenlos einen Satz komplett verzockt, aber ich war so nervös an dem Tag, weil ich habe diesen Song noch nie performt so und Ray dachte so, man kriegt das alles mit positiver Energie hin und dann hat er gebetet und so weiter, der ist ja so ein geiler, lieber, spiritueller Mensch, aber es hat bei mir alles nicht geholfen, ich hätte einfach den Song noch häufiger hören müssen und das hat mich sehr geärgert, ne, im Live-TV da ein paar zu verzocken und dann habe ich gesagt, da mache ich es auch in Zukunft wie die anderen und mache Full-Playbacks, auf jeden Fall sicherer. Hast du noch ein besonderes Ereignis, wo du sagst, oh, naja, da erinnere ich mich nicht so gern dran zurück, Nessie? Also ich habe früher so Singer-Songwriter-Sachen immer nur gemacht und da war ich immer nur alleine mit Gitarre auf der Bühne und immer wenn ich mich verspielt habe, habe ich mich beim Publikum entschuldigt. Das war schon ziemlich peinlich. Aber mittlerweile geht's eigentlich. Und jetzt zum Beispiel mit Savas auf Tour, ich bin ja im Background die meiste Zeit und da fällt es dann nicht so auf, wenn man vielleicht eine Sache vergisst. Und Karen ist ja auch immer noch da. Ich weiß nicht, man, irgendwas geht immer schief. Wir machen immer, ich weiß, bei uns ist so eine Tradition, dass wenn wir die letzte Show einer Tour haben, dann machen sie immer irgendwelche so, wir nennen das Punkrock-Fallen. Das ist so, wenn du zum Beispiel dein Wasser nehmen willst und dann ist halt irgendwie so Tabasco drin oder so. Oder wenn halt irgendwelche komischen Pornogeräusche auf einmal auf den In-Ears auftauchen oder keine Ahnung, solche Sachen halt. Also prankt ihr euch mit Absicht, damit es nochmal schön wird? Ja, es ist meistens so, dass du als Künstler der Geprankte wirst, der von der Crew geprankt wird. Und ja. Was macht denn für euch so einen richtig guten Live-Auftritt aus? Wenn die Leute live singen. Also wirklich, also ich habe viel Deutschrap-Sachen mir angeschaut, auch live dieses Jahr. Und es ist natürlich eine riesige Ehre, mit Savas irgendwie auf der Bühne stehen zu dürfen, weil der halt leider einer der wenigen ist, der wirklich noch live richtig performen kann. Also das finde ich immer schade, weil viele sind so Studio-Gangster, habe ich das Gefühl, die alle auf Platte halt geil klingen oder auf dem Song und dann, wenn es um eine Live-Performance geht, irgendwie das nicht delivern und das sind für mich dann so, das ist halt so Vollblut-Musician, der Mensch hier neben mir. Große Worte, Savas, wie siehst du das? Ja, es gibt auch so ein paar MCs, ne, so in Deutschland, wo ich auch sage, die machen das so, wie ich das auch gelernt habe. So, ne? Wenn ich jetzt einen Curse anschaue oder gerade einen Sammy, ne, der auch ein Live-Monster ist und davon gibt es ein paar, ne? Oder einen Xavier oder auch einen Megalo. Also Jungs, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe auch den Text so, ne? Und das ist nicht alles irgendwie durch 20 Kompressoren gegangen, bis es überhaupt so klingen konnte, sondern das ist tatsächlich die Stimme. Und ich habe das auch oft gehört, dass die Leute kamen und meinen, ey, das klingt wie auf CD so, ne? Und das ist, ich dachte so, ja, das muss ja eigentlich so klingen, weil es ja normal, bis ich dann halt auch mir andere Shows angeguckt habe und gemerkt habe, es ist schon oftmals ein Unterschied zwischen dem, was man da geboten kriegt auf dem Album und dann, was man dann auch live. Aber jeder hat so seine Stärken und Schwächen so, ne? Das, der eine kann dies, der andere kann das. Und wie habt ihr quasi an euren Live-Fertigkeiten gearbeitet? Ganz viel gespielt. Also ich habe, wie gesagt, ja als so Singer-Songwriter angefangen und habe echt vor 3 Leuten, die wovon vielleicht 2 zugehört haben, gespielt und das hat mich dann irgendwie geprägt. Also man muss einfach machen, viel live spielen und üben auch mal zu Hause ab und zu. Und bei dir, Savas? Ja, ich habe mir viele Sachen angeguckt, ne, von anderen und wenn du so eine Busta Rhymes Show siehst so, ne, und dann sagst, ey, das ist so, das soll für mich der Maßstab sein, daran will ich mich orientieren so, ne, dann musst du halt so lange Gas geben, bis du an den Punkt kommst, aber es stimmt, einfach viel viel üben, viel probieren und machen und halt auch selber nie zufrieden sein. Also bis heute ist es, wenn ich auf Tour von der Bühne komme, wenn ich mal sage, ja, das war cool, das ist schon ein Wunder. Also mich stören immer noch Sachen so, ne, und einfach auch auf sich Acht geben, ne? Also auf Tour, ich bin jetzt eh nicht so der Partywolf gewesen jemals, aber ich habe früher habe ich sogar Kippen geraucht und so, ne? Und vor der Show und als ich mit den Jungs unterwegs war, Amar, Urge, die haben einfach auf der Bühne noch Zigarette geraucht, sowas hatte Irrsinn, ne? Für die Stimme total tödlich so. Und dass wir einfach gucken, ne? Warme Getränke und so. Also man muss dieses Instrument muss man einfach auch so pflegen. Auf jeden Fall. Noch 2 kurze Fragen. Und zwar habe ich gehört, dass das zweite Savas-Album quasi schon in Bearbeitung ist. Allerdings würden da wohl noch ein paar Verses von dir fehlen. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben auch schon ein paar Songs fertig. Wir hatten ja eine längere Session in Mannheim und da haben wir so 4-5 Songs zusammen auch on the spot produziert und gemacht und getan. Aber Xavier ist halt auch jemand, der schnell vibet und schnell Musik macht und der hat mir dann irgendwie so 8 bis 10 Entwürfe auch rüber geschickt, wo ich dann auch mir da ein paar rausgepickt habe und dachte, okay, dazu kann ich noch was machen oder so, aber ich bin halt deutlich langsamer als er, ne? Ich setze mich einfach mit den Songs oftmals echt monatelang auseinander, so bis ich so irgendwie für mich den Vibe gefunden habe, wo ich sage, das passt und das möchte ich machen und das hat sich, also diese Arbeitsweise hat sich für mich am meisten bewährt, so, ne? Weil ich einfach den Song quasi dann schon monatelang kenne und dann weiß, so in dieser Struktur und in dieser Form und mit diesem Style macht es am meisten Sinn und so ist es für mich am hörbarsten. Das ist wahrscheinlich auch der Perfektionismus, der sich in den Ansprüchen deiner Live-Performance widerspiegelt, oder? Ja, das kann sein, ja. Und dein Royal Bunker-Kollege Sido hat letztens im Interview gesagt, dass Deutschrap für ihn so schlimm ist wie schon lange nicht mehr. Siehst du das ähnlich? Ich wundere mich ein bisschen, weil er hat doch früher immer bei den Bunker-Dings hat er immer gesagt, ja, das ist geil, die Neuen und die machen und tun. Ich glaube, ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht jemand, der das gerne so aufteilen will in das ist die neue Generation, das ist die alte Generation, sondern der Style hat sich jetzt dahingehend verändert oder beziehungsweise was sich grundsätzlich verändert hat, ist, dass einer mit einem Ding rauskommt und das schon sehr, sehr viele nachziehen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, ne? Dass du jetzt einfach, du hast einen UFO und dann hast du 19 Kopien so, ne? Und dann hast du ein, was weiß ich, ein Mero und dann hast du 19 Kopien davon. Und das ist so, wenn du dann den 20. davon hörst, dann zeigt dich das auch nicht mehr, weil eigentlich willst du ja das Original hören. Und ich glaube, das ist so das Hauptding. Und dieses Biten ist jetzt nichts mehr, was so schlimm ist für die Leute. Früher war das, ey, Dicker, du klingst wie jemand anders. Und heute ist es so, ja, geil, ich will möglichst so sehr wie diese Person klingen, weißt du? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ansonsten finde ich es sehr, sehr vielfältig. Man hat von so deepen 90er-artigen Rap bis hin zu so Partyzeug und bis hin zu Klamauk hast du ja alles. Also das heißt, für jeden Geschmack ist da was dabei. Vom Studenten oder Hipster hier unten auf der Straße bis zum, keine Ahnung, bis zum Ghetto-Typen, bis zum was weiß ich, bis zum Mädel. Also alle hören ja jetzt Rap. Wenn du über dein neues Album sprichst, ist ja eigentlich mal angekündigt worden als beide Gehirnhälften, ne? Porno und Pi. Nein, so heißt das Pack, wenn du beide Boxen kaufst. Okay. Aber es sind zwei einzelne separate Alben und, ja. Und wie kamst du auf die Idee mit diesen beiden Gehirnhälften? Naja, guck mal, das Ding ist, das Album sollte eigentlich kommen zu meinem 40. Geburtstag. Mhm. Habe ich jetzt nicht geschafft. Es kommt am 13.12., kommen beide Alben raus. Und die Idee war halt, dass du halt so diese zwei unterschiedlichen Seiten hast. Ich meine, jeder Mensch hat so verschiedene Seiten und ich habe halt diese beiden Künstlerpersönlichkeiten, um das so zu reflektieren. Für mich ist halt so Prinz Porno halt einfach so angeben, niveauvoll und den Leuten halt zeigen, dass ich halt einer der fucking besten Rapper bin. Oder für mich selber natürlich der Beste, so. No hate, aber ist halt so. Und der Prinz Pi ist halt so, da setze ich mich natürlich mit Themen so ein bisschen erwachsener auseinander und das ist halt so alles so sehr so Herzthemen, über die ich da spreche. So. Zum Beispiel auch auf Heimweg, ne? Der letzten Single, die auch als Prinz Pi rausgekommen ist. Ja. Und da gab es ja viel Leute, die gesagt haben, okay, ich kaufe dem das nicht ganz ab, weil du ja Themen da thematisiert hast, die jetzt nicht unbedingt in das normale Themenspektrum eines Prinz Pi reinfallen würden. Wie hast du das wahrgenommen? Guck mal, das Ding ist so, man zeigt halt den Leuten immer einzelne Facetten von sich. Und ich habe sehr, sehr lange halt den Leuten was, also meine Musik, die ich davor gemacht habe, war immer sehr retrospektive Musik. Mhm. Zum Beispiel Kompass ohne Norden, das habe ich so geschrieben, da war ich halt so Mitte 30 und ich habe halt reflektiert über meine Schulzeit. Dann habe ich halt im Westen nichts Neues geschrieben, das war halt ein Album dagegen und auch nichts war umsonst. Das waren so Alben, da ging es so ein bisschen um die späten 20er und um so diese Zeit irgendwie als beginnender, erwachsener Mensch und so. Und das Album, was ich jetzt geschrieben habe, das ist ein Album, was sich absolut mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt. Und klar ist das für die Leute so ein bisschen ungewohnt, weil ich noch nie so darüber gesprochen habe, über das, was mir so im Hier und Heute wirklich durch den Kopf geht. Aber das ist halt irgendwie meine Lebenswelt, meine Lebensrealität. Und meine Songs haben halt den Anspruch, immer zu 100% wahr zu sein, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich möchte halt nicht irgendwie, ich finde, man muss eine Grenze ziehen, wie genau man Sachen benennt. Ich will jetzt nie mit meiner Musik irgendwie niemanden bloßstellen oder ich will nicht irgendwie quasi genau meine Privatsachen so offenlegen, dass das jetzt irgendwie für die Leute aus meinem privaten Umfeld, sage ich mal,
nicht so cool ist oder so, also wenn ich jetzt über meine Kinder oder über meine Frau oder so spreche, aber ich möchte halt schon, dass das, was ich da sage, dass das zu 100% zu verantworten ist. Und ja, in dem Song geht es halt einfach so um so ein Gefühl, was wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie Kinder hat. Ich meine, also ich bin halt so viele Tage im Jahr auf Reisen, auf der Autobahn, unterwegs, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, was weiß ich. Und für mich ist halt dieser schönste Weg einfach immer, wenn ich weiß, ich fahre irgendwie nach Hause, zu meinem Sohn, zu meiner Tochter, zu meiner Frau. Und so dieses, so sich darauf freuen, das ist schön. Und viele Leute so in meinem Alter, die fragen sich halt so, warum machst du das alles, was du machst? Also machst du das, um dir irgendwie noch was zu beweisen? Oder machst du das, um halt irgendwelche Auszeichnungen zu kriegen? Den 16 Bars Award oder was weiß ich, Goldplatten, Platinplatten, irgendwie so eine Sachen. Und für mich ist das so, dass alles, was ich mache, mache ich immer irgendwie für meine Kids. So. Und das wollte ich in dem Song besprechen.